Möchtet ihr eure Zugangsdaten für den Kundenbereich ändern? Wählt in der linken Menüleiste den Punkt Meine Daten aus und klickt anschließend auf den Reiter Zugangsdaten. Tragt euer neues Passwort in beide Felder ein und klickt auf Speichern. Ihr habt dort auch die Möglichkeit, weitere Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten einzurichten. Klickt dafür zunächst auf den grünen Button. Wählt einen passenden Benutzernamen und vergebt auch hier ein Passwort. Anschließend legt ihr fest, welche Bereiche dem Benutzer zugänglich sein sollen. Klickt ihr auf das Infozeichen, erhaltet ihr eine kurze Auskunft über die Zugriffsmöglichkeiten in diesem Bereich. Für die Auswahl setzt ihr einfach einen Haken. Diese Funktion bietet sich an, wenn ihr beispielsweise der Buchhaltung nur Zugriff auf alle Themen rund um Zahlung und Rechnung geben wollt oder einem externen Webdesigner ermöglichen möchtet, auf das Webhosting-Paket zuzugreifen, ohne dass dieser persönliche Daten einsehen oder ändern kann.